ein ganz herzliches Willkommen zu Fortin & Win am heutigen Abend. Pünktlich wie immer um 9:45 bin ich für euch da mit einem coolen Wochenpreis. Und das ist in dieser Woche ein Nintendo GameCube. Ziemlich coole Konsole, die ihr bei uns da gewinnen könnt. Und wir werden natürlich auch gleich ein Spiel sehen für den Nintendo GameCube. Ein Exklusivtitel, den es also nur für den GameCube gibt. Das werden wir gleich sehen und das ist Metroid Prime 2. So viel dazu, wie ihr die Konsole, also den Nintendo GameCube, gewinnen könnt. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Viele von euch wissen es schon, aber für die, die es immer noch nicht raus haben, für die erklären wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Wir begeben uns dazu gemeinsam auf unsere Seite auf giga.de und klicken uns da in den Bereich Fortin & Win. Das ist hier der graue. Dann geht's direkt hier hin zu diesem Pop-up. Und dort seht ihr auch dann immer direkt, was es für einen Wochenpreis zu gewinnen gibt. Also hier den Nintendo GameCube. Wer genau wissen möchte, was die Teilnahmebedingungen sind, der klickt sich am besten einfach auf diesen Button hier. Wie kann ich teilnehmen? Und wer direkt loslegen möchte, so wie ich jetzt, der klickt sich auf Go. Dann kommen wir zur Wochenpreisfrage. Die müsst ihr beantworten mit eurem Handy per SMS. Und zwar müsst ihr da einen richtigen Code eingeben und das Ganze dann verschicken, wie gesagt, per SMS an die 50500. Das kostet euch übrigens maximal 49 Cent. Also immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, wir kommen zur Wochenpreisfrage. Die lautet in dieser Woche, wie viele Spielesysteme gibt es von Nintendo? Ziemlich coole Frage, wie ich finde. Und hier kommen die drei Antwortmöglichkeiten für euch. Sind es zwei Spielsysteme? Dann gebt bitte jetzt in euer Handy den Code Nintendo.1 ein. Glaubt ihr, es handelt sich hier um 9 Systeme? Dann bitte Nintendo.2 ins Handy eingeben. Und die dritte und letzte Antwortmöglichkeit für euch wäre dann 20 Spielesysteme. Ist das richtig, eurer Meinung nach? Dann bitte in euer Handy eingeben, Nintendo.3. Und dann ganz einfach den richtigen Code, den wir gerade schon genannt haben, dreimal, also Nintendo.1, .2 oder .3. Ganz einfach verschicken per SMS an die 50500 für maximal 49 Cent. So, jetzt kommen wir zum Spiel. Ich hatte ja eben schon angekündigt, dass wir jetzt gleich ein Exklusivtitel sehen werden für den Nintendo GameCube, und zwar Metroid Prime 2. Ziemlich cooler Titel, vor kurzem erst erschienen, und wir beginnen hier mit der ersten Mission im Spiel. Können wir auch rein theoretisch direkt schon mal einsteigen. Da erfährt man schon mal so ein bisschen Hintergrundstory. So, und gleich geht's dann auch schon los. Bestätigende Daten. So, ich hoffe, das geht hier langsam schnell vorbei. Das haben wir nämlich, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt starten wir endlich durch. Na Gott sei Dank. Jetzt geht es erstmal runter auf diesen Planeten hier, den wir gerade sehen. Und nicht ganz so, wie man sich das eigentlich vorstellt, denn wir erleiden hier eine kleine Bruchlandung mit unserem weiblichen Held, mit Samus Aran. Den kennt man eigentlich, oder die kennt man eigentlich. Da sehen wir den Planeten. Mal, wie er richtig aussieht, und gleich sehen wir uns mit dem Raumschiff mit einem leichten Heckschaden, mit einem leichten Antriebsschaden. Das ist auch der Grund dafür, dass wir hier eine leichte Bruchlandung erleiden. Stürzen ab und krachen durch ein Dach eines Gebäudes, was wir gleich hier sehen werden, in eine recht große Halle. Von dort aus starten wir dann. So, jetzt geht's gleich rein in die richtige Ingame-Grafik. Da sehen wir, wie wir gerade versuchen, noch uns wenigstens einigermaßen sanft auf die Erde zu bringen. Und da sehen wir zum ersten Mal hier im Spiel, wie gesagt, den weiblichen Held Samus Aran. So, und bevor wir jetzt durchstarten hier mit dem Ingame, mit dem eigentlichen Spiel, heißt es für uns nochmal zurück zur Wochenpreisfrage. Die müsst ihr nämlich beantworten, um einen Nintendo GameCube zu gewinnen. Die Frage findet ihr auf unserer Website auf giga.de, und dort gehen wir jetzt mal gemeinsam hin, schauen uns die Frage nochmal an, und zwar lautet sie in dieser Woche: Wie viele Spielesysteme gibt es von Nintendo? Glaubt ihr, es handelt sich um zwei Systeme? Dann bitte ins Handy eingeben Nintendo.1. Glaubt ihr, wir suchen
die zweite Antwort, also 9 Systeme, dann bitte ins Handy eingeben, Nintendo.2. Und die dritte und damit letzte Antwortmöglichkeit für euch wäre 20 Spielesysteme. Ist das die richtige Antwort? Dann Nintendo.3 ins Handy eingeben und den richtigen Code ganz einfach verschicken per SMS an die 50500 für maximal 49 Cent. Und bei E-Plus ist es sogar noch ein bisschen günstiger. So, ich würde sagen, wir gehen direkt zurück zum Spiel, denn da wartet jetzt wirkliches Ingame auf uns und nicht nur Intro. Und da schlagen wir uns erstmal den Weg durch diese fiesen spinnwebenartigen Türen. Ekelhafte Pflanzen, dieser Raum ist wirklich total widerlich. Es kann einem zwar nichts passieren, aber trotzdem sieht das Ganze wirklich eklig aus. Hier benutzt man das erste Mal den Scanvisor. Und der sagt uns, hallo, hier, die Tür ist verschlossen, das bringt nichts. Müssen wir also einen anderen Weg wählen. Und zwar hier lang. Ja, da wundert man sich erstmal, da geht es tief runter, aber trotzdem wählen wir den Weg nach unten. Landen hier und dann kann man auch ruhig mal sich ein bisschen umgucken, auf die Details achten, überall diese ekelhaften Spinnweben. Man hat hier Rauchentwicklung, Nebel im ganzen Raum, Flammen schlagen aus verschiedenen Kisten und Wänden auch hervor. So, wir scannen hier wieder, denn der Scanvisor sagt uns hier, du musst die zwei verschiedenen Sensoren oben an der Tür zerstören. Da geht es dann weiter für dich. Es gibt natürlich auch andere Waffensysteme, wie zum Beispiel diese Missile hier. Aber die ist erstmal jetzt hier zweitrangig. Wir suchen eine Eingangsmöglichkeit und sehen die hier an der Stelle. Scannen das Ganze wieder. Haben damit die Torsteuerung wieder hergestellt. Damit öffnet sich hier vorne dieses Tor. Und hier werden wir auch gleich schon auf die ersten Gegner treffen. Hier gibt es ein Karten-Upgrade für uns. Das heißt, da werden wir dann mit dem kompletten Kartenmaterial dieser Ebene ausgestattet, die wir immer wieder abrufen können über unseren Computer. Das Ganze wird jetzt in den Computer übertragen. Kann man mit Z abrufen und dann geht es auch schon direkt weiter. So, und zwar nach hier schlagen wir uns wieder durch. Und da sehen wir auch gleich schon die ersten fiesen Gegner, die hier auf uns lauern. Und leider auch einige tote Kameraden. Nicht so angenehm. Aber das ist halt genau das, was das Spiel ausmacht. Habe ich jetzt wirklich alle hier vernichtet? Da sind noch welche. Ja, eklig. Aber wie gesagt, dadurch wird wirklich gerade hier am Anfang schon eine richtig gute Atmosphäre erschaffen. Wir verwandeln uns hier in den Morphball, auch ein ganz wichtiges Element. Na, ich sollte mich hier mal ein bisschen rausdrehen. Wo sind die Biester? Die sind durch die Tür abgehauen. Das machen wir aber jetzt auch. Wir rollen da sozusagen hinterher. In der Form des Morphballs können hier auch jetzt dieses Gitter zum Beispiel zerstören mit einer Granate. Und leider müssen wir hier genau an dieser Stelle zum Ende kommen, denn für euch gibt es jetzt nochmal die Wochenpreisfrage. Wenn ich hier zurückkomme aus dem D-Scaler, da sind wir. So, ganz schnell nochmal die Wochenpreisfrage für euch, denn ihr könnt einen Nintendo GameCube gewinnen. Und da kommt auch schon die Wochenpreisfrage. Wie viele Spielesysteme gibt es von Nintendo? Glaubt ihr, es sind 2 Systeme? Dann gebt bitte jetzt in euer Handy ein Nintendo.1. Glaubt ihr, wir suchen die zweite Antwort, nämlich 9 Spielsysteme? Dann bitte ins Handy Nintendo.2 eingeben. Und die dritte und damit letzte Antwortmöglichkeit für euch wäre dann 20 Spielesysteme. Ist das richtig eurer Meinung nach? Dann bitte ins Handy Nintendo.3 eingeben und dann den richtigen Code, also Nintendo.1, .2 oder .3 verschicken per SMS an die 50500. Das Ganze kostet euch maximal 49 Cent. Das war es auch leider schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr macht mit. Es lohnt sich und jetzt dranbleiben. Jetzt gibt es wieder knackige Games-Themen für euch. Bis dann.